Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Handmixer-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Siemens Ergonomic. Auf Platz 6 liegt der Siemens Handmixer MQ96500, der über einen 500 Watt Motor verfügt. Zur individuellen Handhabung können Sie aus 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen, die jeweils unterschiedliche Geschwindigkeiten abrufen. Es gibt auch eine Turbo-Stufe. Der Motor ist laut Hersteller extrem leise und dennoch leistungsstark. Siemens hat beim Handmixer MQ96500 großen Wert auf Komfort gelegt. Der schwarz-graue Etui ist mit einem Softtuchgriff ausgestattet, der dank seines ergonomischen Designs perfekt in der Hand liegt. Die Einstellungen werden mit großen Tasten vereinfacht und das flexible Spiralkabel verhindert ein Verhaken des Kabels. Gleichzeitig müssen Sie sich aufgrund der einzigartigen Konstruktion keine Sorgen um das Kabel machen, wenn Sie es verstauen. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Philips. Im großen Vergleich landete der Philips HR3741-00 Handmixer, der über einen 450 Watt Motor verfügt, auf Platz 5. Als Ergebnis sollten Sie ein hervorragendes, klumpenfreies Ergebnis erwarten. Dank der 5 Geschwindigkeitsstufen kann das Tempo ständig verändert werden, wobei die Turbo-Einstellung die besten Ergebnisse liefert. Alle Hauptschalter befinden sich für bequemen Zugriff auf der Oberseite, und Sie können den Philips Handmixer ganz einfach ausschalten, wenn Sie eine Pause brauchen. Es ist eines der schwereren Modelle mit einem Gewicht von 1,27 Kilogramm, aber die einfache und angenehme Handhabung entschädigt das Gewicht. Im Lieferumfang des Handmixers HR3741-00 sind 2 Edelstahl-Schneebesen und Knethaken enthalten. Per Knopfdruck lassen sich alle Zubehörteile ein- und ausstecken. Auf Platz 3 haben wir die Severin Handmixer. Der Severin HM3820 Handmixer rundet das Setup. Der Artikel hat laut Hersteller deutsche Qualität. Es verfügt über einen leistungsstarken 300 Watt Motor, der sich mit bis zu 1600 Umdrehungen pro Minute dreht. Die Geschwindigkeit kann in 5 verschiedenen Stufen eingestellt werden, um die Leistung dem Inhalt der Schüssel anzupassen. Es gibt auch eine Turbo-Taste für die schnellsten Geschwindigkeiten. Im Lieferumfang des Handmixers HM3820 sind 2 Edelstahl-Schneebesen und Knethaken enthalten. Der Hersteller warnt jedoch davor, die Aufsätze in dieser Situation in die Spülmaschine zu geben. Das eingelegte Zubehör springt beim Drücken der Auswurftaste aus dem Handmixer. Sie können jedoch auch einfach mit etwas Spülwasser gereinigt werden. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Bosch Handrührer. Weiter geht es mit dem Handmixer Bosch MFQ36400, der ebenfalls über einen 450 Watt Motor verfügt. Es wird durch ein einfach zureinigendes Kunststoffgehäuse geschützt. Es ist an der Griffstelle komplett mit einem Softtuchgummi überzogen und sorgt so für einen sicheren Halt. Zudem sorgt die ergonomische Form für einen hohen Tragekomfort. Für den individuellen Gebrauch stehen 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Der Turbo-Knopf befindet sich neben dem Buchstaben M, wenn es schnell gehen muss. In dieser Einstellung läuft der Motor auf Hochtouren, um in kurzer Zeit Schlagsahne oder Eiweiß zu produzieren. Für den Handmixer MFQ36400 legt der Hersteller 2 Edelstahl-Schneebesen und 2 Edelstahl-Knethaken bei. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bosch Handrührer. In unserem großen Vergleich hat sich der Handmixer MFQ3530 von Bosch durchgesetzt. Er hat eine maximale Leistung von 450 Watt und 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Das weiß-graue Gerät ist leicht und einfach zu bedienen und wiegt nur 748 Gramm. Die integrierte Turbo-Taste maximiert die Motorleistung für schnelle Ergebnisse. Schlagen Sie Sahne, rühren Sie den Teig um oder stellen Sie Eiweiß mit dem Handrührgerät her. Sie sparen jedoch nicht nur Zeit, sondern das Endergebnis wird viel luftiger als mit einem Schneebesen. Da der Handmixer MFQ3530 aus Kunststoff besteht, ist er leicht zu reinigen. Die 2 Schneebesen und 2 Knethaken sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und im Lieferumfang enthalten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag,
Dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.